Wir denken immer, das ist extrem weit verbreitet, dass Kinder sozusagen entweder noch gar keine Menschen seien oder nur halbe Menschen oder jedenfalls solche, die man beliebig diskriminieren kann. Es gibt ja immer mehr Hotels, die damit werben, dass bei ihnen Kinder draußen bleiben müssen, dass da Paare ihre Ruhe haben oder Senioren ihre Ruhe haben. Ist das eigentlich Diskriminierung oder ist das freie Marktwirtschaft? Das ist ein ganz brutaler Fall von Diskriminierung. Das wäre so, als würden wir jetzt Juden oder Christen oder Blonden freie Hotels einführen. Und warum löst das nicht einen ähnlichen Protest aus wie bei judenfreien, blondenfreien, christenfreien Hotels? Weil die Kinder sich noch nicht zu Wort melden können. So, das ist das Problem. Wir denken immer, das ist extrem weit verbreitet, dass Kinder sozusagen entweder noch gar keine Menschen seien oder nur halbe Menschen oder jedenfalls solche, die man beliebig diskriminieren kann, weil die sich nicht wehren können. Aber diejenigen, die in dem Hotel sind, und das wirst du ja als Denker besonders verstehen, die reklamieren ja für sich ein Recht auf Ruhe. Mhm. Ist das kein Recht? Wenn man Ruhe möchte im Hotel, dann muss man irgendwo hinreisen, wo man sich sicher ist, zum Beispiel, dass keine Eltern mit Kindern hinfahren. Das sollte nicht durch das Hotel deklariert werden oder sogar Kinder diskriminiert werden. Da muss man sich eben informieren. Man weiß ja, wo eher Familien hinfahren und wo nicht. Was glaubst du, steht am Ende einer solchen Entwicklung? Wenn man sagt, hier keine Kinder oder hier auch nur Kinder, die Variante gibt es ja auch. Ist das die fragmentierte Gesellschaft? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist diejenige Gesellschaft, in der wir alle vergessen, dass wir einmal Kinder waren. Und das ist problematisch. Ja? Also hier darf ich mal Jesus zitieren. Wir sollen werden wie die Kinder. Wenn wir die Kinder aussperren aus unserer Gesellschaft, dann wissen wir einfach nicht mehr, dass wir selber immer mal Kinder waren. Hast du so auch schon gedacht, bevor du Kinder hattest? Ha 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 ha.